Hi. So, ein kleines Stück mit mir. Ich hoffe, es ist recht. Muss ein bisschen weiter nach außen gehen, es spannt da nichts. Wieso habe ich das letzte Video zurückgezogen? Aus urheberrechtlichen Gründen. Da habe ich was gemacht, was ich nicht machen hätte sollen. Ich habe jetzt keine Mail gekriegt oder so, sondern da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Und die Person hat recht gehabt und deswegen habe ich es rausgenommen. Das war alles. Und ich finde das Loch nicht. Jetzt. So. Jetzt machen wir mit unserem Projekt weiter. Und stecken daran mal wieder ein bisschen, da haben wir ja schon lange nichts mehr gemacht. Ich werde euch das Kit zeigen, was ich von Gecko Glue bestellt habe. Sobald ich den Knoten aus meinem Faden habe. So, jetzt. So. Jetzt wieder hin. Ist der Otter von Gekkon Glus. Der hat einmal ab ein bisschen höher machen. Der Otter von Gekkon Glus. Das habe ich jetzt mit meinem Gutschein gekauft. Ich fand den schon die ganze Zeit so schön und da habe ich ihn mir genommen. Es war relativ schnell da, innerhalb von 4 Tagen hatte ich es schon, weil das Kit war schon vorsortiert, fertige Packungen, weil sie sortieren das ja alles selber ein, die ganzen Farben. Und sind wir haben da One over One. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob ich es auf halb stiche, sogar nur stick. Das müsste vom Garn her auch genau passen. Wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Ja. Jetzt gehen wir wieder zum Sticken. Und ein bisschen höher und ein bisschen weiter nach da und so und so und so. So. Was gibt's Neues? Oh je, wenn ihr wüsstet. So. Gestern war mein letzter Arbeitstag. Wir haben doch früher zugemacht, als wir eigentlich wollten. Ich werde jetzt bis zum 4. Januar nicht arbeiten. Gestern war natürlich der letzte Tag. Und was muss am letzten Tag natürlich passieren? Ja, wir müssen den Corona-Weihnachtsmann bei uns haben. Ja. Gestern wurde bei einem von unseren Kollegen Corona festgestellt. Die Freude war riesig. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin abgegangen wie so ein Schnitzel.
weil ich halt die Vorgeschichte wusste, dass mein Vorgesetzter ihn kommen lassen hat. Also das war so, mein Arbeitskollege hat am Mittwochmorgen angerufen und gesagt, hey, ich hatte über Nacht Schüttelfrost und so. Soll ich nicht zu Hause bleiben? Also hat mein Vorgesetzter doch tatsächlich zu ihm gemeint, oh, mach halt, was denkst. Und dann ist er halt gekommen. Also, sorry, also Schüttelfrost und so weiter und so fort, das sind auch Anzeichen. Und dass man dann die Leute daherkommt, lässt und dann noch halber noch umkippen. Also, irgendwo hört es auf. Dementsprechend geladen war ich gestern. Ich bin da abgegangen wie so ein Schnitzel, was eigentlich hier abgeht und was ist hier mit Corona-Vorschriften und lässt hier die kranken Leute kommen und vor allen Dingen ist es ja nicht der einzigste gewesen, es war ja noch einer, der ist einen Tag vorher ausgefallen, den wollte er erst gar nicht heimschicken. Der hat gesagt dann zu ihm, oh ja, wieso willst du jetzt heimgehen? Probier es doch. Sorry, wir haben jetzt momentan einer der höchsten Infektionszahlen, was ist los? Und ihr lasst die kranken Leute da arbeiten. Was, da stimmt doch was nicht. Ja, dementsprechend bin ich gestern halt auch abgegangen, auch vor meinem Vorgesetzten. Gesagt eigentlich, was er ja eigentlich denkt und was ihm eigentlich einfällt, die Leute da kommen zu lassen. Und ja, es war ein Fehler, er weiß. Und ich so, ja, super, jetzt darf ich am Montag einen Corona-Schnelltest machen. Weil wir eng mit diesen Menschen zusammengearbeitet haben. Wir haben den ganzen Tag mit ihm zu tun gehetzt. Und. Habe ich Anzeichen? Ganz ehrlich, wo ich das erfahren habe, dass der Corona hatte, habe ich alles gehabt. Vom Kopfweh bis zur Übelkeit. Also, man bildet sich dann vielleicht auch Dinge ein, ich weiß es nicht. Also, mir geht's heute eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht ein bisschen läufende Nase, aber sonst habe ich nichts. Aber es legt sich mal. Ich habe ja meistens morgens eine laufende Nase. Es ist morgens. Also normal. Also ich fühle mich eigentlich normal. Ich mache mir trotzdem Sorgen, weil wenn ich Corona habe, ist für mich das Weihnachtsfest gelaufen. Genauso wie Silvester und Neujahr. Ich kann meine Familie nicht sehen. Ich muss mich komplett abschotten. Also das wäre für mich, also für mich persönlich wäre das richtig, richtig schlimm. Wenn ich jetzt über Weihnachten meine Familie nicht sehen kann. Also, das hat mich gestern so sauer gemacht, also wirklich, dass ich ihm nicht noch an die Kehle gesprungen bin, das war alles. Also, es war schon. Ja, so war halt mein Tag. Ob ich Corona habe oder nicht, werdet ihr erfahren. Ich bin in guter Hoffnung und drückt mir die Daumen, dass ich es nicht habe. Das wäre nämlich richtig, richtig. Ne. Naja. Ich habe dann gestern gleich meinen Mann angerufen und gesagt, ey, das und das und das, bleib zu Hause. Und mein Mann so, jetzt chill mal. Ja, ich bin schon wieder dann abgegangen wie so ein Zipfel. Naja. Ja, man macht sich dann halt auch Sorgen um seine Lieben und so, ist ja klar. Bin gespannt, ob einer von uns positiv getestet wird. Von uns 7 oder 8 Mann sind es, glaube ich, die eng mit ihm zusammengearbeitet haben an dem Tag, wo er da noch da war. Und die Schnelltests sind ja auch nicht sicher, deswegen durften wir die Schnelltests gestern nicht machen, weil da waren erst 3 Tage rum. Die Schnelltests dürfen erst dann gemacht werden, wenn sie am
der Virenkultur am höchsten im Körper ist. Also nach 5 Tagen. Ich habe jetzt den 4. Tag um. Ja, nee, den 3. Also wenn ich mich am Mittwoch infiziert habe, dann habe ich jetzt den 3. rum. Am Montag wäre dann der 5. Tag. Und dann machen sie erst den Corona-Abstrich. Dieser Test geht wohl 15 Minuten. Kriegst du wohl eine riesen Röhrle in die Nase gerammt. Ich freue mich schon, mega. Vor allem meine Nase ist überhaupt nicht empfindlich. Doch, ist sie. Seitdem ich eine Polypenentfernung hatte mit Kind, haben sie mir alles da drin verschoben. Das ist halt, ja. Da freue ich mich. Mal sehen, ob ich Nasenbluten kriege. Wundern wird es mich nicht. Ja. Wir sticken mal wieder schön an unserem Bild hier. Das machen wir ja nur, mache ich ja nur mit euch. Wie weit bin ich mit meiner Challenge? Stellt euch vor, ich habe einen Finish. Ich habe zwei Neuanfänge. Irgendwie höre ich nicht auf die Challenge. Challenge, was ist das? Aber ich bin immer noch dabei. Ich habe meinem Freund was versprochen, dass ich fertig werde vor Weihnachten. Das habe ich angefangen und bin auch damit die letzte Woche fertig geworden. Deswegen konnte ich diese 6 Stunden an jedem Projekt nicht einhalten. Und habe, glaube ich, 30 oder 5, ich glaube 35 waren es sogar, 35 Stunden nur an seinem gesessen. Und habe aber allerdings auch schon 20 Stunden an den anderen Projekten drin. Ja. Und gestern habe ich dann weiter, habe ich einen Neuanfang gemacht. Ein Heaven. Das habe ich schon mal erwähnt, dass das ein Bild ist, was ich gesehen habe, was mich sofort in die Kindheit zurückversetzt hat. Das Bild musste ich jetzt unbedingt anfangen. Ich weiß auch nicht. Das ist so, das musste ich anfangen. Ihr werdet dann verstehen, wenn ich euch die Geschichte erzähle, wenn wir ein Stück Django machen. Ja. Und da fange ich jetzt wieder an mit den 5 Stunden zu sticken. Wenn ich dann jetzt 5 Stunden an dem neuen Projekt gestickt habe, fange ich wieder an, woanders zu sticken. Wann werde ich wann werde ich das nächste Stick-Junkie-Upgrade machen und die Stick-Challenge zwischen Weihnachten und Neujahr, denke ich. Da werde ich es wahrscheinlich machen, das Stick Junkie. Gibt auch ein paar neue Sachen zu sehen. Einige neue Sachen. Wer es nicht weiß, momentan ist noch Zählen bei Heaven and Earth 50% Zähl. Falls ihr euch was kaufen wollt, schlagt zu. 50% kommt erst in 2 Monaten wieder. Also ich habe jetzt festgestellt, dass ich so alle 2 Monate 50% Zähl reinballern. Ja, ich habe auch zugeschlagen. Ich habe gestern 3 Bilder gekauft. Ja. Ist halt so. Ihr seht ja dann beim Stick Junkie, was es geworden ist. Aber ich konnte es halt wieder nicht lassen. Ich habe, glaube ich, noch. Jetzt hatte ich 22, jetzt müsste ich noch 19 Bilder auf meiner Wunschliste haben. Irgendwann habe ich sie alle.
Ja. Oh yeah. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich mache ein Stick with me, weil das letzte Jahr echt in die Hose gegangen ist, dadurch, dass das ja halt durch urheberrechtlichen Gründen nicht weiter ausgestrahlt worden ist. Und wir haben schon lange nicht mal an unserem Bild gestickt. Deswegen. Ja. Ich sehe hier. Ah, da. Okay. Ich glaube, er filmt im Scheißformat. Wartet mal ganz kurz. Würdest du? Ja, genau. Dankeschön. So, jetzt müsste das Format wieder stimmen. Ja, super. Ja, gut, dann seht ihr halt mal eine Runde anderes Format. Mal sehen, ob ich es mit dem Programm hinkriege. Ja, was gibt's noch? Wir kriegen vom Geschäft immer im zu Weihnachten 3 Flaschen Wein. Dann fing ja irgendwann mal die Krise an. Und dann wurden von 3 Flaschen bei uns dann nur noch 2 Flaschen seit 2 Jahren. Also seit letztem Jahr eigentlich. Kriegen wir nur 2 Flaschen Wein. Mit der Begründung von wegen, ha ja, Geld sparen und uns geht's nicht gut und ja. Na, wenn man dann 5 € wegen der Flasche Wein sparen muss, ja. Okay, von mir aus. Ja, das haben wir eigentlich dieses Jahr überhaupt nicht erwartet durch die Corona-Krise, dass wir das kriegen sollten oder würden oder. Wir haben es doch tatsächlich gekriegt. Überraschung, Überraschung. Und es waren wieder 2 Flaschen Wein. Wir haben sogar einen Nikolausi gekriegt zum Nikolaus. Ja. Was soll man jetzt dazu sagen? Soll ich mich jetzt auf die Knie fallen lassen und sagen, danke, dass ihr mir einen 99 Cent großen Nikolaus geschenkt habt? Danke, danke. Absoluter Witz, ehrlich. Sorry. Na komm. Also, wo ich das jetzt gerade davon ausgepackt habe, das Stück Bild da, habe ich nicht gedacht, boah, ey, da sind wir ja richtig weit eigentlich schon. Also, es ist schon gut gewachsen. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Mitzählen. Weil Verstecken ist doof, weil man dann improvisieren muss. Naja, da könnt ihr euch ja auf meinen Stick-Junkie freuen, denke ich. Also ich bin überall vorwärts gekommen. Und ich hoffe, dass ich bis Jahresende noch viel weiterkomme, weil ich ja, wie gesagt, jetzt auch Urlaub habe. Ich hoffe, ohne Corona. Ich will Weihnachten eigentlich nicht alleine verbringen. Genauso wenig wie Silvester. Das mit Silvester ist ja eh eine Lachplatte. An Weihnachten dürfen wir uns treffen und Familie fahren und so weiter.
Und an Silvester verbieten sie es uns. Also das ist ja der größte Witz überhaupt. Dann habe ich schon gesagt, so, ey, mir egal, wenn sie mich erwischen, sage ich hier, ich habe meiner Mutter Medikamente gebracht. Der ging es nicht gut. Was wollen sie mir beweisen? Also, das, ja. Die Logik muss einer erstmal verstehen. Warum ist Weihnachten wichtiger als Neujahr? Das verstehe ich nicht. Dann fangen doch hoffentlich ein neues Jahr an und ich hoffe, das nächste Jahr wird besser als dieses. Naja. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die darauf hofft. Naja, zur Impfung, ja, puh, jetzt fallen schon die ersten Leute rum, ne? Mit epileptischen Anfällen. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, gell? Also, die ersten reallergischen, also die Allergiker, Gott. Die sollen sich jetzt inzwischen mal gar nicht impfen lassen. Die sprechen wohl schlecht auf das, auf den Impfstoff an, kriegen wohl Komplikationen und das ist ja total scheiße, ne? Ja gut, ich bin jetzt keine, aber ich kenne einige, die Allergiker sind, ne? Ich finde das furchtbar. Furchtbar. Auf jeden Fall muss ich beim nächsten Mal das Ding woanders hin machen. Ich habe mir nämlich jedes Mal die Pfoten dran. Also ich kann es euch zeigen. Wartet. Dieses, mein Loading Stand habe ich da dran. Und wenn ich das jetzt umdrehe, wenn es geht, weiß ich jetzt nicht. Da. Stand, da unten bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Also da unten, wo das Ding ist, also dieses hier. Und ich hau mir die ganze Zeit die Pfoten an beim Hoch- und Runtersticken, weil ich gerade an dem Rand bin. Beim nächsten Mal werde ich ihn da oben anschließen. Ja, nicht schnell vorbereitet halt. Nicht mitgedacht. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. So, jetzt muss ich gucken. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Ja, und dann unten runter. Richtig? Ja. Na dann. Also wir können jetzt lange mit der Farbe sticken, weil es immer zwischendrin vorkommt. Aber ich werde dann auch irgendwann jetzt mal aufhören und mal wieder eine andere Farbe nehmen, weil wir müssen ja auch ein bisschen die Lücken füllen. Und ja, ich denke, mit dem nächsten Video werden wir die Farbe wechseln. Ich muss mir dann nur noch alles denken, welche ich dann auch wirklich nehme. Ja, das muss man dann schauen. Jo, ich will jetzt einfach mal sagen, wir machen Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Samstag. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende.
Bleibt gesund, drückt mir die Daumen für Montag. Wie gesagt, ich werde es euch sagen, wenn ich was weiß. Die Videos kommen so peu à peu, denke ich. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen guten Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ciao. Macht's gut. Tschüss.